Ja, einen schönen guten Morgen aus Köln und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Heute geht es um das Thema Rechnungsfreigaben. Mein Name ist Verena McKendry und ich organisiere und hoste dieses Webinar und ich stehe für Fragen sowohl während als auch nach dem Webinar gerne zur Verfügung. Sie können dafür die Chat-Funktion nutzen, die finden Sie unten rechts in diesem Bedienpanel. Ich sammle die Fragen, dann gehen wir am Ende nochmal darauf ein. Da die Zeit ein bisschen knapp ist heute, können wir nicht alle Folien genau durchgehen, deswegen werde ich Ihnen die im Nachgang nochmal zuschicken. Und ja, das war es auch schon von mir. Damit übergebe ich an unseren ersten Referenten, den Axel Schneider, der ist Vertriebsleiter für Software Solution hier bei Alu Solution. Viel Spaß! Ja, danke Verena. Auch von mir ein herzliches Willkommen hier aus dem verregneten Köln. Ja, den Sommer haben uns ja alle etwas anders vorgestellt, aber wir wollen heute uns um das Thema Rechnungsfreigaben effizient gestalten kümmern. Wir halten die Firmenpräsentation aufgrund der Tatsache, dass wir nur eine halbe Stunde haben, um unsere Lösungsvorschläge einfach mal zu präsentieren, relativ überschaubar. Und wie schon die Kollegin McHenry angedeutet hat, wir senden Ihnen das gerne dann als PDF nach. So, jetzt schalten wir auf die nächste Folie, kurz zur Agenda. Die kennen Sie ja bereits von der Anmeldung. Wir präsentieren heute gemeinsam mit der Jobhut AG, mit dem Herrn Bachinger. Und Themenschwerpunkt ist natürlich der Klassiker unter den Workflows, und zwar der Rechnungseingangs-Workflow oder der Rechnungsbearbeitungs-Workflow. Hier sind natürlich die Themen rund um Überwachung der Vorgänge, Zentralisierung, Transparenz der Vorgänge, genau wie in vielen anderen Workflows ein Grundbestandteil oder eine Zielvorgabe für jeden Workflow. Hier geht es ums Kontoverluste und natürlich alles rund ums Thema Zahlungseingänge oder Zahlungsausgänge auch zu überwachen. Kurz zu ALOS, unsere Geschichte seit 1960, genau genommen 58 auf dem Markt aus der Reprographie-Ära. Natürlich eine lange Zeit in der Mikrographie-Schiene noch unterwegs, nach wie vor auch hier aktiv. Es gibt hier noch den Mikrofilm, aber wir kümmern uns heute eigentlich um das Mobile Business oder um den klassischen ECM-Bereich. Alles, was mit revisionskonformer Archivierung zu tun hat, mit automatisierten Capturing, also auch Freiformerkennung und natürlich abschließend mit dem dazugehörigen professionellen Workflow. Sie finden uns in Köln. Unser Hauptsitz in Deutschland ist Köln und die Schweizer Kollegen in Opfelden. Insgesamt zählen wir 85 Mitarbeiter mit dem Schwerpunkt, wie schon angesprochen, ECM Workflow Capturing. Wir können auf 600 Software Solution Kunden stolz zurückblicken. Heißt, das sind Kunden, die aktiv die Lösungen Jobrouter im DMS-Bereich, Docuware, Cofax in der Freiform-Erkennung oder auch im Capturing-Bereich, Coda Capture. All diese Lösungen sind bei diesen Kunden im Einsatz und die Kunden beziehen aktiv Support, unseren Telefonsupport oder Remote-Support, auch ansässig in Köln. Insgesamt zählen wir 8000 ALOS-Kunden. Hier zählt noch der technische Bereich dazu, alles was mit Scannerwartung, Scannerinstandsetzung und natürlich Funktionsgarantie der Scan-Applikationen im Gesamten zu tun hat. So, das soll es auch schon sein. Ich würde jetzt gerne direkt rübergeben zum Herrn Bachinger, der uns dann mal live durch die Lösung führt. Perfekt, Herr Schneider, Frau McKennedy, vielen Dank für die Organisation des Webinars und vielen Dank, dass ich Jobrouter an der Stelle vorstellen darf. Sie haben es ja beide schon erwähnt, die Zeit ist relativ knapp. Auch ich halte mich mit meinen Folien ganz kurz und springe bei manchen auch wirklich explizit nur drüber. Und damit ich dann letztendlich wirklich auch ein bisschen ein Hands-on-Feeling von Jobrouter vermitteln kann und Ihnen in der Live-Demo noch ein bisschen zeigen kann, wie Jobrouter für den Anwender, aber womöglich auch für den Prozessgestalter oder für einen verantwortlichen Manager, der die Sachen kontrollieren möchte, aussehen kann. Von meiner Seite schöne Grüße aus München. Bei uns ist das Wetter nicht so schlecht. Bei uns scheint fast schon die Sonne, aber dafür ist München ja auch fast schon bekannt. Von dem her, Herr Schneider, es tut mir leid, aber jeder, wie es verdient. Was möchte ich Ihnen heute erzählen? Ich habe ein paar Worte zur Jobrouter AG, wo wir herkommen und was wir so machen. Ganz kurz das Thema, was ist Workflow Management? In den Mund nehmen den Begriff viele, aber jeder versteht ein bisschen was anderes darunter, so auch die Jobrouter AG.
Ich möchte Ihnen ganz kurz sagen, was wir darunter verstehen, wie unser Produkt aufgebaut ist, mögliche Prozesse, heute explizit dann in der Live-Demo die Eingangsrechnungsbearbeitung, aber ich möchte Ihnen gerne auch kurz ein paar Punkte vorstellen, wie man Jobrouter auch noch anwenden kann, wenn man ihn zum Beispiel für das Thema Eingangsrechnungsbearbeitung sowieso schon im Haus hat. Also hier ist auch Jobrouter sehr vielseitig einsetzbar und je nachdem, wie wir dann noch Zeit haben, wie wir mit der halben Stunde auskommen, hätte ich noch einen kurzen Ausblick auf die Weiterentwicklung von Jobrouter, die Mitte, Ende dieses Jahres vorgestellt wird, Jobrouter 4.0, die von dem Oberflächendesign deutlich moderner und nochmal deutlich gefälliger aussieht als die heutige Version schon. Das Unternehmen Jobrouter AG wurde bereits 1994 als Weber Jeck und Partner Systemhaus GmbH gegründet. Ich will gar nicht zu allen Punkten was sagen, aber was hier spannend, wichtig und entscheidend ist, bereits damals hat sich Weber Jeck und Partner dem Thema Workflow Management hingegeben. Also wir haben hier wirklich langjährige Erfahrung und auf Basis dieser langjährigen Erfahrung ist letztendlich auch das Produkt Jobrouter entstanden. Das ist aus einem Projekt hervorgegangen, weil man mit dem eigentlichen Workflow-Tool, das man damals zum Einsatz gebracht hat, nicht zurechtkam und das nicht mehr weiter verwenden wollte. 2003 die erste Jobrouter-Version, die genau die Punkte erfüllt hat, die der Kunde wollte. Eine pragmatische Lösung mit kurzen Projektlaufzeiten, wo man sehr flexibel alle Arten von Workflows umsetzen kann. Und seit 2003 haben wir dieses Produkt Jobrouter weiterentwickelt und ich möchte mal sagen, was das Thema Workflow angeht, perfektioniert. Zwischen 2005 und 2010 hat der Wandel stattgefunden, weg vom Systemhaus hin zum Softwarehersteller. Und genauso sehen wir uns auch heute, das sind wir heute. Die Umbenennung in Jobrouter AG hat 2013 stattgefunden und wir sind Stand heute so roundabout 60 Mitarbeiter. Der Großteil in Mannheim am Hauptsitz, das heißt Kernentwicklung, Anwendungsentwicklung, Support, all die Kollegen sitzen in Mannheim. Es gibt ein paar so Personen, vertrieblich orientiert wie mich, die in Deutschland unterwegs sind. Und auch wir bis Anfang 2016 etwas mehr als 700 Kundeninstallationen weltweit. Das zeigt schon, Jobrouter ist hier durchaus auch international einsatzfähig und zeigt sich nicht zuletzt daran, dass es Jobrouter in Stand heute 17 Sprachen gibt. Die Folie muss irgendwie mit drin sein, die Angeberfolie nenne ich sie immer. Ich will damit überhaupt nicht angeben. Das Einzige, was mir wichtig ist, ist, dass Sie einen Eindruck davon bekommen, dass wir keinen Branchenfokus haben und keinen Größenfokus. Das heißt, jedes Unternehmen, das seine Prozesse standardisieren möchte, das irgendwie automatisieren möchte, hat in Jobrouter das passende Produkt gefunden. Ja, was ist Jobrouter, was ist Workflow Management eigentlich? Ich glaube, die meisten von Ihnen, die am Webinar teilnehmen, haben sich schon intensiv mit dem Thema befasst. Es geht irgendwie um eine vordefinierte Abfolge von Aktivitäten, aus der man aber womöglich auch mal ausbrechen möchte, wenn irgendwelche Sonderfunktionen oder Sonderfälle auftreten. Was sind die Ziele? Ganz klar, standardisieren, beschleunigen, Medienbrüche vermeiden, nachvollziehbar bleiben, auskunftsfähig bleiben. Vielleicht zu Themen wie Zertifizierungen, ISO-Zertifizierung etc. pp. Oder wie beim Thema Eingangsrechnungsworkflow ganz einfach Geld sparen. Seien es Diskontobeträge, seien es irgendwo liegen gebliebene Rechnungen auf irgendeinem Schreibtisch, weil jemand im Urlaub oder erkrankt ist und man muss eine Mahngebühr zahlen. All diese Themen kann man deutlich eleganter gestalten. Und was verstehen wir jetzt unter einem Workflow-Management-System und letztendlich unter Jobrouter? Ein System, das die Möglichkeit bietet, sowohl die Prozesse zu gestalten und zu definieren, die IT-Systeme, die betroffen sind, anzusteuern, mit den Systemen zu interagieren, das heißt, sich Daten rausholen, Daten zurückschreiben, aber auch letztendlich eine Schnittstelle zum Benutzer bieten. Das heißt, der Anwender soll mit diesem Prozess interagieren können und der Anwender soll letztendlich die Möglichkeit haben, auf Basis seiner Eingaben diesen Prozess zu steuern. Wie die ganze Geschichte aussieht und was da noch alles dazugehört, sehen wir dann im Folgenden. Was bringt Jobrouter dafür alles mit oder wie stellt sich Jobrouter eigentlich dar, vielmehr im ersten Schritt?
Ich glaube, das ist allen von Ihnen bekannt oder dürfte den meisten von Ihnen bekannt vorkommen. Eine typische IT-Landschaft, die unterschiedlichsten Legacy-Systeme. Viele davon, sage ich mal, bringen eine Art Workflow-Modul oder Workflow-Komponente mit. Das Problem stellt sich hier ganz gut anhand der Pfeile dar. Man braucht für jedes dieser Systeme einen Zugang. Man muss wissen, wie jedes dieser Systeme funktioniert. Je nachdem, in welcher Funktion man tätig ist, muss man mit mehreren Systemen gleichzeitig arbeiten, um seine Prozesse, um seine Tätigkeiten zu erfüllen. Und das ist natürlich aus Aspekten der Usability oder der Benutzerfreundlichkeit zumindest suboptimal. Deswegen der Ansatz des Jobrouters, sich hier als Zwischenebene zu verstehen. Das heißt, wir können mit Jobrouter eine Oberfläche und ein System bieten, das alle Prozessthemen steuert, sowohl was die Systeme untereinander angeht, das heißt irgendwelche Datenübertragungen zwischen den Systemen, aber eben auch die Oberfläche hin zum Anwender, sodass unabhängig davon, welcher Workflow, gerade welcher Prozess gerade gesteuert wird, es eine einheitliche Oberfläche geben kann. Natürlich wird es immer Anwender geben, die sagen, ich arbeite nur in meinem System, in meinem Stammsystem, mit dem ich immer arbeite. Ich brauche kein übergreifendes Workflow-Management. Ist völlig in Ordnung. Die können weiterhin in ihrem Stammsystem arbeiten. Das beeinflusst sich überhaupt nicht. Aber sobald die einen Urlaubsantrag stellen wollen oder einen Dienstreiseantrag, sind es auch Themen, die mit Jobroute erledigt werden können und wo man dann eben ein System nutzen kann, anstelle von 3, 4, 5 oder mehr verschiedenen Systemen. Was bringen wir dafür alles mit? Das Kernstück ist eine hochskalierbare, stabile Prozessengine, das heißt, da steckt die ganze Logik. Welcher Mitarbeiter oder welche Mitarbeitergruppe bekommt zu welchem Zeitpunkt auf Basis welcher vorherigen Eingaben welche Aufgabe zugeteilt oder welche Information zugestellt? Damit das alles funktioniert, ist diese BPM-Engine das Kernstück. Wir haben komplett webbasierte Oberflächen, das heißt, Sie arbeiten bei Jobrouter nur mit dem Browser. Egal, ob Sie ein klassischer Anwender sind, ob Sie ein Prozessverantwortlicher sind, der Prozesse überwachen oder vielleicht auch mal gestalten will, oder ob Sie ein klassischer Prozessdesigner sind, der wirklich das Prozessdesign und die Prozessgestaltung im klassischen Sinne übernimmt. All das funktioniert komplett webbasiert. Wir haben ein paar zusätzliche Komponenten, die wir optional mitbringen können. Dazu gehört unter anderem ein revisionssicheres Dokumentenarchiv. Wir haben aber mit Jobrouter auch die Möglichkeit, bestehende Systeme oder neue Systeme aufgrund irgendwelcher besonderen Anforderungen als Archiv anzubinden und als Archiv zu nutzen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, JobArchive, unser eigenes Archiv, mit zu integrieren. Und wir haben die Systemaktivitäten. Die sind ein wahnsinnig spannendes Thema, weil die das Thema Automatisierung vorantreiben. Die nehmen ihren Mitarbeitern, die nehmen ihnen Arbeit ab. Dinge, die sie sonst manuell machen müssen, sei es Datenübertragung von einem System ins andere, sei es irgendwelche Dokumentenkonvertierungen von Word zu PDF, sei es Extraktion von Daten aus einem Dokument. All diese Dinge können wir mit den Systemaktivitäten übernehmen und damit Ihnen Zeit geben und Zeit schaffen, um sich auf die wesentlicheren Aufgaben im Unternehmen zu konzentrieren. Wir haben eine Input-Seite, das heißt bei Jobrouter, wir können Prozesse automatisch anstarten. Das kann manuell durch einen Mitarbeiter passieren, wie es ich in der Demo dann zeigen werde. Das kann aber auch automatisiert passieren durch einen E-Mail-Eingang, durch das Scannen einer Datei oder durch einen Webservice, der von einem anderen System den Jobrouter anspricht und sagt so, und auf Basis dieser Aktion möchte ich bitte einen Prozess starten. Wir haben genauso eine Output-Seite, das heißt Jobrouter kann auch Daten oder Dokumente erzeugen. Das können E-Mails sein, Status-Updates im Support-Ticket-Prozess oder eine kurze Info-E-Mail, Ihre Rechnung ist eingegangen, sie wird in Kürze bearbeitet. Da kann man sich die unterschiedlichsten Themen vorstellen. XML, CSV, klassische Datenaustauschformate zu anderen Systemen. Wir können PDFs erstellen, auch das vielleicht noch nicht allen Leuten bekannte Zugpferdformat, das heißt ein Rechnungsformat, wo man eine PDF mit einer angehängten XML-Datei bekommt
um entscheiden zu können, ob man mit dem PDF-Dokument, mit den unstrukturierten Daten oder eben mit dem XML-Format auf einer direkten Systemebene weiterarbeiten möchte. Auch die können wir sowohl eingehend als auch ausgehend verarbeiten. Und natürlich protokollieren wir das alles von vorne bis hinten, in Klammern, soweit es der Betriebsrat zulässt, um Ihnen hier auch im Nachgang die Möglichkeit zu geben, jederzeit nachzuvollziehen, welcher Prozess wie genau und zu welchem Zeitpunkt abgelaufen ist. Last but not least haben wir die Möglichkeit, die unterschiedlichsten Systeme an JobRouter anzubinden. Das kann auf Datenbankebene passieren, das kann über Webservices passieren, das kann über definierte Schnittstellen passieren. Das ist immer eine Frage dessen, was für Systeme sind vorhanden, wie tief soll die Integration sein und muss im weiteren Schritt im Rahmen eines Workshops geprüft und letztendlich für Sie entschieden werden oder mit Ihnen entschieden werden, was da das sinnvollste Vorgehen ist. Damit haben wir die Möglichkeit, JobRouter entweder als reines Workflow-Management-System einzusetzen, das heißt, alle anderen Systeme, Archiv, Belegvorverarbeitung, was auch immer Sie schon im Hause haben, bleibt bestehen und JobRouter übernimmt nur die Steuerung der Abläufe. Es gibt aber auch die Möglichkeit, da wir viele dieser Komponenten selber mitbringen können, JobRouter wirklich als komplette Suite für die verschiedensten Themen einzusetzen und somit natürlich die Projekte deutlich zu vereinfachen, weil ich nur ein System steuern muss und nicht mehrere. Bevor wir in das Thema Eingangsrechnungsprüfung gehen, einfach um den Horizont noch etwas zu weiten, um noch ein bisschen darüber zu sinnieren, was noch alles mit JobRouter möglich ist, habe ich hier drei Folien, wo einfach mal ein paar Beispiele draufstehen. Ich will gar nicht zu allen was sagen. Lesen Sie einfach mal drüber. Sie kriegen die Folien auch im Nachgang. Werfen Sie mal einen Blick drauf. Ich bin mir fast sicher, dass bei dem einen oder anderen Punkt und bei dem einen oder anderen Thema Sie denken, Mensch, das könnte für uns auch interessant sein. Darüber haben wir vielleicht noch gar nicht nachgedacht. Und das ist auch ein klassisches Einführungsszenario von JobRouter. Es wird mit einem Thema begonnen und bereits in dem ersten Workshop spricht man darüber und denkt darüber nach, was man nicht noch alles mit JobRouter im Unternehmen automatisieren und standardisieren könnte. Wir unterstützen die unterschiedlichsten Prozesstypen, dokumentenbezogen, klassischer Eingangsrechnungsprozess, dokumentenlos, wo ein Dokument überhaupt nicht unbedingt notwendig ist, ein Urlaubsantrag oder alle anderen Anträge, die im Unternehmen vielleicht so fällig sind, Beschaffungsantrag etc. pp. Ob das offizielle oder inoffizielle Prozesse in Anführungszeichen sind, ist uns egal. Man muss verstehen, dass wir mit JobRouter ein Framework zur Verfügung stellen, auf dessen Basis es letztendlich möglich ist, Ihre Prozesse so umzusetzen, wie sie für Ihr Unternehmen notwendig und wichtig sind. Und auch Metaprozesse, wie zum Beispiel die regelmäßige Kontrolle des Feuerlöschers, was überhaupt nichts mit IT-Systemen zu tun haben, lassen sich über JobRouter steuern. Damit bieten wir Standardisierung, Automatisierung, Prozesstransparenz, das heißt, sie sind jederzeit auskunftsfähig, sei es beim Rechnungsprozess oder sei es bei einem Support-Ticket-Prozess. Wir haben natürlich eine Vertreterregelung an Bord, auch mehrstufig, sodass man für verschiedene Bereiche unterschiedliche Vertreter einsetzen kann. Das Thema Zeitüberwachung und Eskalation gehört natürlich dazu und wieder last but not least das systemübergreifende Arbeiten. Wenn Sie bis hierher irgendwelche Fragen haben, bitte an die Frau McKentry senden. Ich gehe direkt weiter in die Live-Demo, damit wir wirklich noch ein bisschen Hands-on-Feeling von JobRouter bekommen und Sie sehen können, wie JobRouter letztendlich in der Anwendung aussieht. Wir versuchen die Fragen dann entweder im Nachgang direkt zu besprechen oder Ihnen die Antworten per Mail zukommen zu lassen. Was Sie jetzt sehen, ist eine klassische Oberfläche des JobRouters, auf die man kommt, wenn man sich einloggt. Das heißt, ich habe hier verschiedene Funktionalitäten zur Verfügung, die natürlich, je nachdem in welchem Unternehmen JobRouter im Einsatz ist, je nachdem welche Benutzergruppe gerade angemeldet sind, wie viele Rechte ihnen zugeteilt sind, immer unterschiedlich aussehen kann, aber das grundsätzliche Layout entspricht ungefähr dem, was Sie gerade sehen. Farben etc. pp. Können natürlich an Ihren Anforderungen entsprechend an ein Corporate Design oder Ähnliches angepasst werden.
Was versteckt sich da überall dahinter? Ich habe eine Startbox, das heißt, hier stecken alle Prozesse dahinter, die ich in meiner momentanen Rolle starten und anstoßen kann. Dienstreiseantrag, Bestellanforderung, eine Rechnung, eine Ausgangsrechnung erstellen, Urlaub beantragen, Urlaub stornieren, etc. pp. Und das Thema, dem wir uns heute widmen wollen, ist die Rechnungsprüfung. Das heißt, ich will hier eine Eingangsrechnung zur Verarbeitung hochladen und mache das jetzt mal, damit im Hintergrund der Upload stattfinden kann, während ich Ihnen die restlichen Felder des Jobrouters noch kurz näher bringe. Ich möchte hier eine Datei hochladen. Ich habe mir hier mal eine Eingangsrechnung ausgesucht, ziehe die per Drag and Drop in das entsprechende Feld. Die Datei wird hochgeladen und ich klicke auf Senden, um den Prozess letztendlich zu starten. Was ich jetzt manuell gemacht habe, kann genauso automatisiert passieren auf Basis eines E-Mail-Eingangs oder auf Basis des Scannens einer Rechnung. Nur um es mal zu veranschaulichen, wie das aussehen kann, in diesem Fall jetzt manuell angestoßen. Im Hintergrund wird jetzt die Rechnung analysiert und ich kann dann mit dieser Rechnung weiterarbeiten. Das zweite Feld, das ich kurz zeigen möchte, ist die Eingangsbox. Das heißt, da kommen alle Aufgaben rein, wo ich irgendwas zu tun habe. Beigaben, Prüfungen, all diese Themen landen in meiner Eingangsbox und ich habe die Möglichkeit, hier die entsprechenden Prozesse zu öffnen, um meine Eingaben zu tätigen, die von mir gefordert werden, meine Haken zu setzen, meine Prüfungen zu machen und im Nachgang auf Senden zu klicken, um den Prozess entsprechend weiterlaufen zu lassen. Jobrouter bringt eine komplette Historie mit, das heißt für Sie persönlich, um jederzeit auskunftsfähig zu sein und nachvollziehen zu können, wann habe ich denn was gemacht, haben Sie eine persönliche Historie, wo Sie reinklicken können und sich nochmal genau angucken können, wie ist denn dieser Dienstreiseantrag zum Beispiel damals abgelaufen oder wie ist diese Rechnungsprüfung abgelaufen. Auf die restlichen Punkte wie Vertreterregelung, Schritte in Vertretung und Einstellung kann ich an der Stelle nicht weiter eingehen. Ich würde Sie aber gerne dafür begeistern und Sie einladen, im Nachgang mit der ALOS zu sprechen, um ein persönliches Webinar zu vereinbaren, eine persönliche Online-Demo oder ein persönliches Gespräch, wo wir uns intensiver auch den weiteren Themen und den weiteren Möglichkeiten rund um den Jobrouter widmen können. Was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, ist die Rechnung, die ich vorhin hochgeladen habe. Ich habe sie jetzt zweimal da, weil ich sie einmal schon vorbereitet hatte. Um diese Rechnung jetzt auf den Prozess zu schicken, öffne ich die Eingabemaske, die Bildschirmmaske, wo ich letztendlich meine Dokumentenerfassung, meine Kontierung machen kann. Damit Sie sich ein bisschen besser vorstellen können, was im Hintergrund alles abläuft, wechsle ich jetzt mal in den Prozessdesigner. Das heißt, hier sind alle meine Prozesse, die in meiner Demo-Cloud angelegt sind. Und das ist der Eingangsrechnungsprozess, den ich Ihnen gerade zeigen möchte. Der kann auf unterschiedliche Arten gestartet werden, durch das Einscannen einer Rechnung, durch den Eingang einer E-Mail mit entsprechenden Zugpferddaten oder eben auch manuell, wie ich es gerade eben durch den Upload gemacht habe. Je nachdem, wie der Prozess startet, läuft dann auch der weitere Prozess gleich oder unterschiedlich durch. Das heißt, wir befinden uns jetzt in dem Schritt Erfassung und Verteilung. Und um nochmal zu verdeutlichen, dass Jobrouter hier wirklich für Sie speziell und für jeden Anwender speziell angepasst werden kann, habe ich hier mal den Dialogdesigner geöffnet, der im Endeffekt genau die Grundlage für den Erfassungsdialog bietet, den ich hier im ersten Tab offen habe. Das heißt, wenn wir hier mal vergleichen, Belegart, Nettobetrag, Belegnummer, externe Belegnummer, Belegdatum, das sind genau die Sachen, die hier in dieser Maske erfasst werden. Und auf Basis dieser Funktionalität haben wir die Möglichkeit, für jeden Anwender, für jeden Kunden diese Maske entsprechend ihrer Anforderungen so zu gestalten, dass sie genau zu ihren Anforderungen passt. Als Anwender bewege ich mich dann in dieser Oberfläche und bin jetzt erstmal in der Buchhaltung. Ich prüfe, steht auf dieser Rechnung alles drauf, was draufstehen soll und wie muss die Rechnung kontiert werden und wer ist letztendlich der zuständige Prüfer für die verschiedenen Positionen.
Ich erfasse hier jetzt mal die unterschiedlichen Beträge, teile die auf unterschiedliche Prüfer auf. Ich nehme jetzt einfach mal zwei Kostenstellen und zwei Prüfer, der Einfachheit halber. Und alles, was ich jetzt noch machen muss, ist, ich klicke auf Senden und schicke die Rechnung weiter. Das heißt, ich muss mich nicht mehr darum kümmern, dass die Rechnung wirklich auf dem Schreibtisch landet, wo sie hingehört. Ich muss mir nicht mehr darum kümmern, dass die Rechnung vielleicht nochmal kopiert wird, wenn sie von mehreren Personen gleichzeitig geprüft werden soll. All das übernimmt JobRouter, und JobRouter hat die Funktionalität, dass die Rechnung den zwei zuständigen Personen jetzt gleichzeitig angezeigt wird. Das heißt, ich muss hier nicht mehr sequenziell arbeiten, die Rechnung von einem Schreibtisch zum nächsten weiterreichen, sondern kann die Rechnung allen Prüfern gleichzeitig zur Verfügung stellen. Ich klicke auf Senden. Die Rechnung geht entsprechend auf ihre Reise. Und in wenigen Momenten habe ich hier eine Aufgabe zur sachlichen Prüfung vorliegen, um genau diese Kontierung letztendlich oder diese Freigabe zu erteilen. Das dauert jetzt einen kleinen Moment, bis das durchgelaufen ist. Man kann auch jederzeit nachvollziehen, wo der Prozess gerade hängt, indem man, wenn man die Funktionalitäten hat, auf die Schrittübersicht geht und sich anguckt, wo der jeweilige Schritt oder wo der jeweilige Prozess gerade steckt. Hier sehe ich, dass jetzt die sachliche Prüfung gestartet wurde. Es wurde aufgesplittet zum Parallelisieren auf verschiedene Prüfer und ich habe hier meine Rechnung zur sachlichen Prüfung erhalten. Öffne den Dialog und bin jetzt aufgefordert, meine 1.920 Euro, die mir zugeteilt waren, zu ergänzen und letztendlich das Prüfungsergebnis mitzuteilen. Ist die Rechnung so okay, ist sie nicht okay oder möchte ich sie mit einer Zahlsperre versehen? Ich habe hier die Möglichkeit, mir die Rechnung entsprechend auch nochmal anzuzeigen. Und nachdem ich das erledigt habe, klicke ich auf Senden und die Rechnung wird entsprechend weitergegeben. Falls es irgendwelchen Klärungsbedarf gibt, habe ich hier auch die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen an jeden beliebigen Mitarbeiter aus dem Unternehmen. Kann ich bisher auch, nehme ich das Telefon oder schreibe eine E-Mail, aber dann ist in ein, zwei Jahren nicht mehr nachvollziehbar, was über genau diese Rechnung zu welchem Zeitpunkt gesprochen wurde. Wenn ich das mit der JobRouter-Funktionalität Rückfrage erledige, bleibt diese Rückfrage mit dem Prozess verhaftet und ich kann auch das jederzeit nachvollziehen. Ich klicke auf Senden und nachdem es 10.28 Uhr ist, würde ich die Live-Demo an dieser Stelle beenden. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dürfen Sie sich gerne jederzeit bei uns melden, damit wir etwas tiefgehender und etwas umfangreicher noch auf die verschiedenen Themen des JobRouters eingehen können. Und an dieser Stelle übergebe ich zurück an den Herrn Schneider, um das Webinar zu beenden und auf mögliche Fragen einzugehen. Ja, schönen Dank, Herr Bachinger. Wie immer sehr eindrucksvoll. Ich denke, was hier besonders raussticht, ist die Möglichkeit, die Prozesse, wie es sich für ein professionelles Workflow-System auch gehört, zu parallelisieren. Sie können Rechnungen auf Kopfdaten auslesen und mit diesem Workflow-Tool einfach in den einzelnen Kostenstellen synchron zur Freigabe durchs Unternehmen leiten, natürlich auch an diverse externe Niederlassungen. Es gibt JobRouter 4.0, davon haben wir jetzt leider noch nichts gesehen. Ich glaube, haben wir gleich noch die Möglichkeit, 5 Minuten ranzuhängen. Wer teilnehmen möchte, kann ja noch mal mit drauf schauen. Ich kann nur empfehlen, kommen Sie bitte auf uns zu. Wir bieten Ihnen den ersten Workshop zum halben Preis an. Wir machen mit Ihnen gemeinsam eine Analyse der Anforderungen. Wir behaupten, dass Sie die Lösung auf jeden Fall einsetzen können, dass Bedarf da ist, auch jenseits der bereits bestehenden Workflows, gegebenenfalls in vorhandenen ERP-Systemen. Ich spreche einfach mal den Dienstreiseantrag an. Ich spreche mal zum Beispiel das Abrechnen von Dienstleistungsaufwänden an.
mobiler Zugriff, das Routen dieser Dokumente beim Kunden vor Ort wieder rein in die Abrechnungszentrale. X-beliebige Workflows sind hiermit möglich und der Bedarf ist definitiv vorhanden. Auch das Versorgen von vorhandenen DMS-Systemen, gar kein Problem zur revisionskonformen Archivierung. Abschließend erhalten Sie das Protokoll dieser Vorgänge. Das ist ein PDF, was generiert wird und Ihnen nochmal den Gesamtüberblick über die Entscheidungen und die einzelnen Steps in diesem Workflow nochmal darstellt. Ja, wir sind am Ende des Webinars angelangt. Ich möchte hier nochmal auf die nächsten Webinare hinweisen. Vor zwei Wochen hatten wir unseren Open House Tag in Köln. Das sind auch Events, die wir regelmäßig geben mit unseren Herstellern gemeinsam. Hier werden die neuesten Produkte und Lösungen nochmal gezeigt. Unser nächstes Webinar ist am 21.07. Hier geht es um Qualitätssicherung. Auch hier ein klassisches Workflow-Thema, neben natürlich einer Revisionskonformitätsanforderung, die hier noch drin steckt. Verträge verwalten. Sie merken, all diese Themen grenzen immer an einem Workflow-System an. Wenn jetzt keine Fragen da sind, da würde ich jetzt gerne mal die Kollegin. Sind Fragen da? Okay, gerne. Und zwar möchte ein Teilnehmer wissen, ob für die Rechtevergabe auch die Nutzung eines Active Directory möglich ist. Selbstverständlich. Da greife ich an der Stelle gerade noch mal ganz kurz ein. Wir haben natürlich die Möglichkeit, uns an das AD anzuhängen und zu synchronisieren, um letztendlich die Benutzerrechte entsprechend zu steuern. Setzt natürlich voraus, dass das AD entsprechend gepflegt ist. Auch das erlebt man in manchen Unternehmen anders. Okay, wunderbar. Das ist die einzige Frage, die bislang eingegangen ist. Ansonsten, wenn Ihnen jetzt im Nachgang noch Fragen einfallen, dann sprechen Sie uns an. Waren wir aber gut. Ja. Ich bin auch an der Stelle, wenn noch Interesse da ist, wenn die Teilnehmer noch ein paar Minuten Zeit haben, springe ich noch kurz in die Folien, die einen Ausblick auf JobRouter 4.0 geben, einfach um vielleicht noch ganz kurz zu zeigen, wo die Entwicklung bei JobRouter hingeht. Wie gesagt, die Oberfläche ist bereits jetzt, glaube ich, sehr bedienfreundlich, aber vielleicht noch nicht grafisch ganz so ansprechend, wie man das von einer heutigen Webanwendung gewohnt ist. Also wenn noch Teilnehmer da sind und wenn noch Interesse besteht, können wir gerne von meiner Seite noch 2-3 Minuten dranhängen. Ich denke, das sollten wir auf jeden Fall nutzen. Verena, gibst du noch mal rüber? Ja, klar. So, dann starten wir mal ab hier. Sie sehen hier ein erstes Gescribble, wie die Überlegung war, wie JobRouter in Zukunft aussehen soll. Was wir bisher zum Beispiel noch gar nicht haben, ist eben genau dieses Dashboard, das Sie hier sehen, das sich jeder Anwender selbst und persönlich anpassen können wird. Man muss vielleicht sagen, JobRouter hatte bisher sehr stark den Fokus auf die Funktionalität gelegt und eben das grafische Interface vielleicht manchmal ein bisschen hinter sich gelassen. Wir haben das oder werden das mit der Version 4.0 nochmal deutlich ändern. Wir haben eigene UX-Designer eingestellt, die sich eben genau nur über diese Themen Gedanken machen. Es wird deutlich einfacher zu bedienen nochmal. Das heißt, wir werden mit Untermenüs arbeiten. Wir werden hier eine spezielle Seitenleiste haben, die ich aber auch in den nächsten Folien nochmal etwas ansprechender zeigen kann. Auch das grafische Layout des Logins und die Farbgestaltung ändert sich ein bisschen, wie gesagt, so dass es etwas gefälliger fürs Auge wird. Und da sind wir jetzt schon in einem relativ realen Stadium. So sieht JobRouter bei uns momentan in der Entwicklung aus. Das heißt, ich habe hier eine grafische Seitenleiste, die sich ausklappt, sobald ich auf einen dieser Button klicke. Ich habe hier unterschiedliche Menüpunkte und habe hier zum Beispiel auch ein kleines Icon, wo jeder Benutzer, sofern er möchte, sein Bild hinterlegen kann, genauso wie man es heute aus klassischen Internetanwendungen gewohnt ist. Dieses Dashboard bringt viele Vorteile mit sich, wie ich finde. Man hat die Möglichkeit, sich das für jeden Anwender speziell zu konfigurieren und auf den ersten Blick wirklich einen sehr guten Überblick darüber zu kriegen, wo stehen denn meine wichtigsten Abläufe, welche Eingänge an Aufgaben habe ich vielleicht schon erhalten und alle Informationen rauszuholen, die ich in meiner täglichen Arbeit brauche, um die Anzahl der Klicks, um letztendlich die Zeit,
die ich im Jobrouter verbringe, auch nochmal weiter zu reduzieren. Die Eingangsbox, die Sie bei mir gesehen haben, hier nochmal in der neuen Version. Wir haben Filter eingebaut, sodass ich über einen Klick auf den jeweiligen Punkt sehr schnell mir nur die jeweils relevanten Vorgänge anzeigen lassen kann. Auch in den Tabellenüberschriften haben wir die Möglichkeit zu klicken und darüber zu filtern und zu sortieren. Ein neuer Dialog, man sieht auch hier deutlich reduziert und man hat die Möglichkeit, auch während man sich in einem Dialog befindet, auf das Hauptmenü zuzugreifen. Das heißt, ich muss nicht mehr zuerst rausgehen aus dem Dialog, sondern kann direkt aus den jeweiligen Dialogen weitere Schritte anstarten, ohne hier wechseln zu müssen. Die Anzahl der Buttons hier ist reduziert. Wir arbeiten hier mehr mit Untermenüs, um einfach den Fokus nochmal viel mehr auf die Dinge zu legen, die man tagtäglich braucht und alle Funktionalitäten, die man vielleicht nicht so häufig braucht, eben in Untermenüs zu packen. Eine Überlegung, die noch nicht final beschlossen ist, aber die auf jeden Fall zur Diskussion steht, sind die Kommentare, sodass jeder Prozessbeteiligte die Möglichkeit bekommen würde, sich an diesem Chat im Endeffekt zu beteiligen und seinen Kommentar zu dem jeweiligen Prozess zu hinterlassen, was den Austausch natürlich nochmal deutlich vereinfacht und verbessert. Und natürlich auch das Thema mobiler Zugriff steht weiterhin im Fokus. Ich glaube, es ist klar, dass bei der Komplexität, die manche Dialoge von Jobrouter mit sich bringen, sich nicht jeder Schritt für einen mobilen Zugriff eignet, aber die klassische Login, die klassische Eingangsbox, all die einfachen Schritte, Startschritte, irgendeinen Prozess anstarten, wo ich nicht viele Bildschirminteraktionen habe, wo ich keine sehr komplexen Bildschirmmasken habe, lassen sich wunderbar über einen mobilen Dialog gestalten, sodass man auch hier nochmal deutlich an Zeit gewinnen kann, indem man seine Prozesse von unterwegs bearbeitet und nicht nur, wenn man im Büro am Schreibtisch sitzt. Und ich denke, das kennen heute fast alle von uns. Mit dieser Folie möchte ich mich an der Stelle nochmal bedanken für die Teilnahme, auch für die Leute, die jetzt noch ein paar Minuten länger geblieben sind. Und würde mich freuen, wenn wir Sie für Jobrouter begeistern konnten und Sie sich im Nachgang an die ALOS wenden, um ein mögliches weiteres Vorgehen zu diskutieren. Ja, danke, Herr Bachinger. Das war doch nochmal interessant, schick und funktionell. Hat sich einiges getan. Ich bin gespannt. Gut, hier an dieser Stelle bleibt nur noch zu sagen, hoffentlich schießen wir heute Abend viele Tore. Die Schweizer Kollegen, die sind ja schon im Achtelfinale, auch mit einem halben Trikotsatz, aber sie haben es schon geschafft. Wenn keine Fragen mehr da sind, dann würde ich jetzt an dieser Stelle das Webinar beenden. Dank auch nochmal, vor allen Dingen an die, die jetzt nochmal ein paar Minuten drangegangen haben. Wir nutzen solche Möglichkeiten natürlich immer gerne, weil ich halte es doch für sehr interessant und informativ. Verena, gibt es noch Fragen im Chatbereich oder? Nee, keine weiteren Fragen mehr. Okay. Hervorragend. Danke an alle und einen schönen Tag noch. Auch ein schönes Spiel heute Abend. Danke. Wiederhören.